Jacqueline Badran, die erste Frage an euch. Ihr wohnt ja beide im Kanton Zürich. Das ist das Thema Wohnungsnot aktuell. Seid ihr zufrieden mit den Massnahmen, die der Bundesrat bis jetzt ergriffen hat gegen das Problem? Also der Parmelin ist Volkswirtschaftsminister. Wir reden da vom grössten volkswirtschaftlichen Gut, das es überhaupt gibt. Die Immobilien. Und was macht er? So, so und so. Und macht seit Jahr und Tag nichts. Mit der Folge, dass die Leute über 10 Milliarden pro Jahr zu viel zum Sack ausgezahlt werden. Das ist eine derweil schlechte Performance. Das ist nicht zu entschuldigen. Gregor Rutz, jetzt Guy Parmelin hat ja für einen runden Tisch eingeführt, um das Problem zu adressieren. Ihr habt jetzt auch schon den Vorwurf gehört von eurer Kollegin da auf der linken Seite. Die Strategie von der runden Tische, was haltet ihr von der? Ich glaube, man muss miteinander reden. Und der Wohnungsmarkt ist nicht eine Staatsangelegenheit. Da braucht es Investoren, Leute, die Wohnungen bauen. Man muss auch schauen, dass Wohnungen gebaut werden können. Das ist natürlich dann wieder der Verbrauch an ihrer Seite, der schaut mit all diesen Auflagen und Gesetzen, dass man eben gar nicht bauen kann. Und so kommt das Angebot nicht nach mit der Nachfrage. Und die Nachfrage ist natürlich so höher wegen der Zuwanderung, weil es immer mehr Leute werden. Und da müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass man wieder Wohnungen kann bauen zu zahlbaren Preisen. Und was man gleich noch darf sagen, man darf es auch nicht dramatisieren. In Zürich sind die Einkommen im Schnitt 18% gestiegen. Die Mieten sind 12% gestiegen. Also es ist teuer, aber die Leute verdienen auch immer mehr. Das muss man auch noch sagen. Und das ist vor allem etwas, was sich in der Stadt akzentuiert. Auf dem Land aussen ist es viel entspannter. An dem, was Herr Rutz sagt, ist einfach alles falsch. Ist einfach alles falsch. Erstens mal sind nur die oberen Einkommen gestiegen, die anderen nicht. Zweitens mal ist die Erwerbsbeteiligung massiv gestiegen. Drittens mal, der mit dem Mehrbau, wir haben weit über die Zuwanderung gebaut. Wir haben die Leerwohnungsziffern zwischen 2,8 und 2,21 verdoppelt. Es ist weit mehr gebaut worden, all über Zuwanderung. Also das ist alles Quatsch. Es ist einfach so, ihr wollt nicht, ihr wollt einfach so viel den Leuten zum Sack rausziehen und glauben, dass die Mieterinnen in diesem Land die Milchkühe sind. Und das glaubt der Herr Volkswirtschaftsminister auch. Und er hat ja noch nie müssen als Weinbauer eine Wohnung suchen. Er hat das Einzige, was er gemacht hat, ist geschaut, dass Grundstückgewinnsteuern für Agrarland abgeschafft werden. Ich sehe schon, wir werden da zu keiner Einigung kommen. Ich würde aber noch ganz gerne kurz ein bisschen zurückschauen und dann so eine Gesamtbilanz ziehen über die Amtszeit von Guy Parmelin. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Bundesrat? Nein, also, Entschuldigung, aber das war jetzt also eine billige Polemik von der Frau Badran. Und wenn wir also bleiben wir beim Thema, geht auch, ja. Nein, und wenn wir alles verstaatlichen, habt ihr immer das Gefühl, es sei gratis. Aber es ist eben nicht so, dass es ein anderer zahlt. Das zahlen die Steuerzahler. Dann zahlen sie es halt nicht mehr als Mieter, sondern als Steuerzahler. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und jetzt auch zu der Gesamtbilanz von Guy Parmelin. Unser Standort ist stark, weil wir eben noch mehr Wirtschaftsfreiheit haben, mehr Selbstverantwortung haben, wie sich der Staat nicht überall einmischt. Und das haben wir gesehen in all diesen Krisen. In der Pandemie, jetzt auch mit den kriegerischen Auseinandersetzungen, die Schweizer Volkswirtschaft ist erstaunlich resistent. Und das ist darum, wie eben die Verantwortung bei den Unternehmen liegt und bei den Bürgern. Und man muss aufpassen, dass wir nicht immer nur mehr Gesetze und nur mehr Bürokratie haben, wie es Frau Badran wette. Dann haben wir weniger Wohlstand und dann können wir nicht mehr fürschen. Und darum bin ich zufrieden, wie es läuft und will nicht, dass wir da noch mehr Staat und noch mehr Gesetze haben. Das kommt nicht gut. Tipptopp, merci vielmals. Jetzt sind wir da schon am Ende angelangt. Merci für das engagierte Gespräch über das Thema Wohnungsnot und über die Bilanz von Guy Parmelin.